Hey ho Leute und willkommen zurück zu Let's Play Zelda. Ocarina of Time, ne? Ja, genau. Das ist viel zu laut, viel zu laut, viel zu laut. Das ist viel zu laut, viel zu laut. So. Ja, gut. Sehr professionell, ich weiß. Es geht weiter mit Zelda, ja, habe ich schon gesagt, ne? Wir haben im letzten Part mit Zelda geredet, oder? Haben wir es? Ja, haben wir. Gut. Und jetzt müssten wir eigentlich auf eine Kakariko. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, also gehen wir mal. Und nicht wundern, ich werde jetzt Part für Part aufnehmen. Einfach nur aus dem einfachen Grund, dass ich mir erstmal Rubine holen werde. Ja, aus dem einfachen Grund, ich habe mir jetzt bei eBay, ja, eBay ist eine tolle Sache, erstmal kein Ocarina of Time für N64 geholt, weil ich in letzter Sekunde um 50 Cent überboten wurde. Also, was habe ich gemacht? Collector's Edition gekauft für 60 Euro, die für GameCube. Ich ja leider nicht mehr habe, was ich ja an mir hasse, habe sie damals verkauft. Ich bereue es. Und ja, ich habe sie mir jetzt mal gekauft. Und dann werde ich sie demnächst das Spiel vom GameCube aufnehmen, ja. Dann wird zwar die Videoqualität unter leiden, aber der Ton wird nicht mit unter leiden, also, weil der Ton ist mitunter so ein bisschen doof, ein bisschen hässlich. Und ja. Dann werdet ihr kein haarscharfes Bild mehr haben wie hier, sondern einfach mal ein etwas verwischenderes. Etwas unschärferes Bild. Weil wegen. Ist ja jetzt so, ne? Und es wird gerade dunkel, ne? Dann hole ich mir jetzt hier noch zwei Rubine. Ja, das mache ich. Das mache ich nicht. Was denke ich mir dabei? Warum? Na, egal. Also. Wir gehen hier zur London Farm. Da hole ich nur das eine oder andere. Denn ich habe jetzt keinen Bock auf den Dungeon, weil wenn ich den Dungeon mache und dann irgendwann nochmal das Spiel nachspielen muss, weil ich es da auf dem GameCube spiele, ne, habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich werde nochmal ein paar Parts hier blöd rumrennen und nichts Besonderes machen. Werde noch ein bisschen kämpfen, ne? Yeah! Stopp. Danke. Rubin! So, was können wir machen bei der Farm? Eine ganze Menge bisher. Und zwar können wir erstens ein Lied lernen und zweitens die London Farm begutachten. Schön. Ja, ich glaube, es muss Tag werden. Ne? Uff. Ja, wir können erstmal, Marlon ist zu Bett gegangen. Ich gehe jetzt auch schlafen. Wieder, wenn es hell ist. Okay. Dann gehen wir raus. Also ich werde dann jetzt nur Part für Part aufnehmen, bisschen Schwachsinn machen. Ich werde jetzt kein Schwachsinn, ich werde natürlich versuchen weiterzukommen im Spielverlauf. Aber eher nur so Sidequest-mäßig. Weil wegen kein Bock den Dungeon, den zweiten Dungeon dann nochmal zu machen. Ihr bekommt dann irgendwann mal ein etwas schlechteres Bild. Dafür allgemein, glaube ich, einen besseren Sound, der nicht da bip, bip, bip macht, die ist manchmal schon nervt. Aber naja. Ich wiederhole mich nur, ne? Und Herzen! Ja, ich renne erstmal drauf zu. Und sobald ich kurz davor bin, weiß ich erst, dass es Herzen sind. Was willst du, Navi? Was Sadia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir hier Ruhe retten? Also, wenn sie mal anrufen. Pause war hier. Denn wir können ja hier nachgucken, wie die ganzen Lieder funktionieren. Oh, 5 Skulpturen haben wir schon. Sei das Wiegenlied. Nee, das ist es nicht. Ach, naja, das Lied werden wir noch lernen. Später. Aber noch nicht. Erstmal soll es Tag werden.
Du wunderschöner Mond, geh bitte unter. So, es wird auch schon langsam hell. Auf sind zu wie Link, 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 Link. Link! Danke. So, dann gehen wir jetzt rein und sorgen mal für ein bisschen neue Sachen so, ne? Erstmal für die, gehen wir hier und besuchen Marlon. Oder Talon? Ach, keine Ahnung. Der pennt. Gähn. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Federn ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon, brütete. Okay. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Kannst du schon mal ausziehen? Hm? Hast du Lust, ja? Die drei Hühner hier, jetzt wird's pervers, sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Jo. Okay, 30 Sekunden habe ich Zeit. So. Das eine ist ganz einfach, das ist hier. Das ist das hier. Das ist eins von ihnen. Ja, ja, super. So, jetzt müssen wir noch die anderen suchen. Das ist einfach nur, ja, Glück. Man kann es auch ein bisschen einfacher machen, indem man, oh, das war Glück. Indem man zuerst die anderen Hühner woanders hinwirft, weil dann hier weniger Hühner rumlaufen. Hier ist ein ganz normales. Das ist auch ein ganz normales. Du, du. Ja. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest, na? Ich bin ein bisschen verlegen, aber gern. Ha, ha, ha. Ha. War doch nur Spaß. Meine ganzen Zukunftspläne ruiniert. In einer einzigen Sekunde. Okay, oh, hier, nimm diese Flasche Lonlon-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche leer, geleert, kannst du jederzeit zurückkommen. Und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Oder wir spielen einfach mal, ich glaube, Salias Lied. Und bekommen dann von den Kühen Milch. Du hast Milch erhalten, bla bla bla. Ja, die ist, again, ich bin wach. Zurück. Das kriegen wir nicht, wenn wir nochmal die Superhuhn-Suche machen. Ich glaube nur Geld. Egal. Hier drin ist eigentlich niemand Wichtiges. Aber wir können ja mal reingucken, ne? Da ist auch niemand Wichtiges. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich, der fantastische Basil, auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Tja. Weil der Farmbesitzer ein Vollpilz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Tja, mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Kann vorkommen. Ach, ich Dämlack. Ich habe keine Ahnung, was ein Dämlack ist, aber ich hätte trotzdem nachts hier hin. Was? Nee, hätte ich doch nicht. Egal. Hier sind nachts Skytullas, aber hier komme ich, glaube ich, noch nicht ohne ohne Boomerang. Spoiler. Du, du, du. Du, 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 du. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Entschuldigung. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen. Feenjunge.
Das Pferd hinter ihr heißt Epona. Süß, nicht wahr? Ui, Epona! Ach, so schön. Mit dem Licht, das ist... Ach, schön, 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 schön. Dann sowas zu sagen? Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Oh. Nee, das war's noch nicht. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Gerne. Eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Nee, ich habe sie nur rausgeholt, just for fun. Ne? Ich werde mir gleich so ein Grashalm nehmen, so wie es sich gehört, und darauf dann das Lied spielen. Okay, hier ist Eponas Lied. Du, 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 du. Du. Du hast Eponas Lied gelernt. Was macht die Eule da? Voll der Stalker, ne? Naja. So, und jetzt liebt uns Epona. Schön, ne? Oder Epona will uns einfach nur weghaben. Nee. Ja doch, ich glaube, Epona wird uns einfach nur weghaben. Ist irgendwie cool, ne? Es macht irgendwie Spaß, einfach so ein Blödsinn zu machen. Wir haben nichts wirklich Wichtiges zu tun und so, ne? Und je mehr Blödsinn ich jetzt mache, desto weniger habe ich dann nachher nachzuspielen. Tja. Ich werde jetzt einfach nochmal, wir haben erst gleich 13 Minuten rum. Ich werde erstmal hier in den Turm gehen und dort mir etwas holen. Das werden wir noch gebrauchen, da ich leider viel zu schwach bin. Zu schlecht bin, ne? Ich habe keinen Skill für so einen 3-Herz-Run. Daher muss ich leider mit mehr Herzen spielen. Oh. Und hier wird es sein, dass uns helfen kann. Neben Kühen, die hier irgendwie reingekrochen sind. Weiß die Geier wie. Ich will gerne hier hoch. So. Ja, okay. Wie kommen wir, okay, ich weiß. Ich weiß. Wir müssen hier, so. Diese Kisten erstmal so schieben. Nein, so. Dann können wir diese Kiste, also ich meine diese Kiste, ich meine, so, Link, so, du willst mich flachsen, ne? Du willst mich wirklich flachsen. Wer benutzt bitte schon heutzutage das Wort flachsen noch? Was ist heute mit mir los, so viele fremde Wörter? Wenn wir die Kiste hier wegziehen, reicht das vollkommen. Dann gehen wir hier rauf und können dann hier, von hier unten schieben. So. Und was erwartet uns da? Ein Herzteil! Schön. Herzteil, da. Ein Herzteil, hast du 4 Teile gesammelt, wird ein, blablabla. Ja, das glaube ich unser... Ist Herzteil? Das ist unser erstes Herzteil. Ich guck nach. Übrigens, wenn ich da auf dem Gamecube spiele, sieht das auch viel schöner aus. Ist der weiße Balken nicht mehr da. Ja, da ist es. Unser erstes Herzteil. Wahnsinn. Ja, also 4 Herzteile ergeben einen neuen Herzcontainer. Und das erhöht dann unsere Energieleistung um ein Herz. Und das war Skype. Tut mir leid. So, wieder da. Ich weiß nicht, was ich machen könnte.
Ich glaube, ich gehe einfach mal nach Kakariko und versuche mir da irgendwie die Zeit zu vertreiben. Das klingt nach einem Plan, ja. Ich finde es schade, dass man als Kind nicht reiten kann. Naja. Wir können rückwärts gehen, das ist viel besser. Oder ist vielleicht so? Aber es geht auch. So, und ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Ich renne einfach mal so, dann bin ich zielgenauer. Also nein, ich renne natürlich so. Ich weiß nicht, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, aber ich kann ja trotzdem mal versuchen, in Kakariko das eine oder andere Herz da noch zu bekommen. Wobei mir jetzt auf die Schnelle nur eins einfallen würde. Was man sich so ein bisschen ercheaten kann. Und ja. Wollen wir keine Zeit verlieren, ne? Ich bin heute so kommentarfaul, kann das sein? Dass ich so wenig rede. Naja. Kann vorkommen. Nicht mein Problem, ne? Ihr müsst es ja tragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie immer falsch laufe. Aber naja. Ich habe ja auch nicht so eine Karte da unten, ne? Die bräuchte ich mal. Ich wollte da unten eine schöne Karte. Wo ich dann schön sehe, wo ich da hinlatschen muss und so. Aber nein, die Entwickler denken natürlich nicht da unten so eine schöne türkise Karte einzubauen. Mit einem roten und gelben Pfeil. Warum? Das wäre Spiel viel schöner, ne? Aber nein, die Entwickler machen das natürlich nicht. Ob ich es noch einen Tag schaffe? Ja, das schaffe ich noch. Tagsüber bei Kakariko anzukommen. Da gibt es noch so viel, was ich machen kann. Kann ich hier noch ein paar Lieder lernen? Viel zu viel kann ich dort machen. Ah, oh, die Hühner jagen und. Da habe ich ja noch Zeit, wie sonst wird. Ich werde mir zuerst ein Herz erholen. Und ja, ist hier vielleicht auch schon. Nein, ich will nicht mit dir reden. Niemand will mit dir reden. Nein, ja. Ich bin der Chef der Zimmerleute. Imp hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Erinnert mich so ein bisschen an die Schule. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt... Was? Sack? Und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, erinnert mich so ein bisschen an die Schule. Wir machen da schöne Projektgruppen und müssen halt Catering machen. Wenn Lehrer das bestellen, Frühstück machen, ne? Kriegen wir ein bisschen Geld. Es gibt also auf unsere Aktien raufgehen und so. Und die Catering, das haben wir dann meistens die ersten beiden Stunden Zeit, das zu machen. Und müssen in der Pause fertig sein. Mit alle Rennen, aber... Okay, anfangs war es zumindest so, dass alle nur planlos in der Gegend rumrennen. Jetzt ist es so ein bisschen professioneller, jeder macht was. Auch wenn Leute dreimal losgeschickt werden zum Milch holen und dann am Ende doch keiner da ist. Muss sich dann die Lehrer selber irgendwas holen. Naja. Hey ho! Hey, schön dich wiederzusehen! Ja, wir haben uns schon so oft gesehen, ne? Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Ein Herzteil, da haben wir noch zwei weitere Herzteile. Ja, super, mach ich. Ja, es war so ein bisschen. Oh, da. Vielleicht nicht doch. Nein, fand ich nicht doch gut. Ja, das war, eigentlich kommen wir da erst später hin. Mit dem, ja, ich sag erst später. Ich will da nicht zu sehr spoilern. Vielleicht gibt's auch irgendwo jemanden, der das Spiel nicht kennt. Oh, natürlich, garantiert. Ich glaube, es gibt keinen mehr auf dieser Welt, der das Spiel nicht kennt. Ja. Jedenfalls, nee, so mache ich das. So kann man ein bisschen umglitschen hier. Ich glaube, das war's auch schon, wenn ich damit den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wahrscheinlich immer noch ohne GameCube-Fassung, weil ich muss auch alles nachspielen und ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Und doch, habe ich eigentlich, aber egal. Und naja. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich bin noch nicht gegengerannt, ne? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ne? Also dann. Ciao.